Er will nun mal die ganze Welt zeigen, er will die ganze Menschheit porträtieren, er will Auskunft darüber geben, wie es in der Vergangenheit war, wie wir überhaupt unsere Erbsünden, dass wir das Gold vergöttern, dass wir die Liebe verfluchen, wie wir überhaupt an die rangekommen sind und wie diese Erbsünde sich durch Gesellschaftsschichten und Generationen getragen hat. Und es will auch Auskunft geben über das, was die Zukunft der Menschheit vielleicht ist. Es ist das Urbild des Zurückgewiesenen, des Rächers. Er sucht nach Liebe und bekommt sie nicht und erfährt durch das leichtfertige Geschwätz, sage ich mal, der Rheintöchter von der Möglichkeit, sich diese Macht durch das Rheingold zu erringen, dafür, dass er eben der Liebe für immer abschwört, sozusagen der Underdog, der die große Gelegenheit wittert, es denen da oben heimzuzahlen. Das ist wiederum ein so faszinierender Gedanke, dass die Götter, die Riesen alle davon angesteckt werden, dass man die Macht ja missbrauchen könnte für eigene Interessen. Und das wird quasi auch mit sehr viel bissiger Satire von Wagner vorgeführt, bevor er dann in die großen menschlichen Tragödien mit Walküre, Siegfried und Götterdämmerung einsteigt. Das Wichtige, glaube ich, beim Rheingold ist, dass man einfach immer einen Fluss beibehält, ohne dass man es hetzt, aber doch, dass die Handlung weitergeht. Dass man die verschiedenen Persönlichkeiten eben ein bisschen ein anderes Tempo zu geben. Also, wenn der Loge singt, dass man immer wieder mal das Tempo ein bisschen anzieht, wenn er singt, weil er der quirlige Trigant ist sozusagen. Wotans große, schicksalhafte Tat, wenn man so will, indem er sich entschließt, den Ring, den er schon am Finger trägt, wieder vom Finger zu lösen und es den Riesen zu geben, dass er die Kraft dazu hat. Deshalb spreche ich da auch von einer schicksalhaften Tat.